Paragraph 113.1.4 doppelt analog VWGU. Schon das doppelt analog hört sich irgendwie komisch an und deutet darauf hin, dass der Gesetzgeber hier schon längere Zeit nicht mehr aktiv war. In diesem Video geht es deshalb darum, etwas Licht ins Dunkle zu bringen und euch die Zulässigkeitsprüfung der Fortsetzungsfeststellungsklage in all ihren Facetten zu erklären. Der Aufbau der Zulässigkeit hat vier Elemente. Zum einen die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs, zweitens die allgemeinen Sachentscheidungsvoraussetzungen, drittens die statthafte Klageart und zuletzt die besonderen Sachentscheidungsvoraussetzungen. Im ersten Video werden wir die Einordnung der Fortsetzungsfeststellungsklage behandeln und herausarbeiten, wann die Fortsetzungsfeststellungsklage die statthafte Klageart ist. Im zweiten Video werden wir dann auf die besonderen Sachentscheidungsvoraussetzungen eingehen. Zum Einstieg erstmal ein kleines Fallbeispiel. Das ist Dodo. Dodo ist ein Rottweiler Dackel und der Campushund der Studierenden der Bucerius Law School. In seiner Freizeit tobt Dodo gerne mit Evelyn und Gerd, unseren zwei Campusenten. Dabei kam es noch nie zu einer Verletzung. Trotzdem hält die zuständige Behörde Dodo deshalb für gefährlich im Sinne von § 2 Absatz 2 Nummer 2 Alternative 2 Hamburger Hundegesetz und möchte den armen Hund einschläfern lassen. Sie fordert die Studierenden auf, ihn zum Amtsarzt zu bringen. Außerdem führt die Behörde aus, dass Dodo als Rottweiler-Kreuzung gefährlich im Sinne von § 2 Absatz 3 Nummer 10 Hamburger Hundegesetz ist. Als Studierendenvertretung wollt ihr euch natürlich für unseren Campushund einsetzen. Dodo wollte mit Evelyn und Gerd doch nur spielen. Das Widerspruchsverfahren gegen den Verwaltungsakt bleibt jedoch erfolglos. Daraufhin erhebt ihr beim zuständigen Verwaltungsgericht Anfechtungsklage. Völlig gestresst vom EVP 2 lässt Dodo jedoch den Campus hinter sich, läuft weg und ist unauffindbar. Der Uni hinterlässt Dodo drei Welpen. Weil Dodo weg ist, hat sich der Verwaltungsakt der Behörde erledigt. Auch wenn Dodo weg ist, wollt ihr eine gerichtliche Entscheidung in der Sache, damit die Welpen später nicht auch eingeschläfert werden müssen. Genau dafür gibt es die FFK. Aber was genau ist eigentlich die FFK? Wenn sich ein Verwaltungsakt nach Erhebung der Anfechtungsklage erledigt, ist die Fortsetzungsfeststellungsklage die statthafte Klageart. Das ergibt sich aus § 113.1.4 VWGU. Darin heißt es, hat sich der Verwaltungsakt vorher erledigt, so spricht das Gericht auf Antrag durch Urteil aus, dass der Verwaltungsakt rechtswidrig gewesen ist, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an dieser Feststellung hat. Es muss dem Kläger also um die Rechtswidrigkeit eines Verwaltungsaktes gehen. Realakte sind nicht von der Fortsetzungsfeststellungsklage erfasst. Für Realakte ist die allgemeine Feststellungsklage statthaft. Zudem muss sich der Verwaltungsakt erledigt haben. Aus § 43.2 VWVFG ergibt sich, dass ein Verwaltungsakt wirksam bleibt, solange er nicht zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder sich auf andere Weise erledigt hat. Allgemein lässt sich also sagen, dass sich ein Verwaltungsakt erledigt hat, wenn seine Regelungswirkung entfällt. Das ist hier der Fall, wenn der Verwaltungsakt keine rechtliche Wirkung mehr entfaltet. Der Übergang von einem Anfechtungs- hin zu einem Fortsetzungsfeststellungsbegehren setzt einen Antrag des Klägers voraus, der auch konkludent erfolgen kann. Durch das Weglaufen von Dodo hat sich der Verwaltungsakt nach Klageerhebung erledigt. Ihr könnt also durch einen Antrag die Anfechtungsklage in eine Fortsetzungsfeststellungsklage umwandeln. Was wäre aber, wenn Dodo nicht nach, sondern vor Klageerhebung weggelaufen wäre? Laut § 113.1.4 VWGO muss sich der Verwaltungsakt vorher erledigt haben. Die systematische Stellung von 113 im 10. Abschnitt Urteile und andere Entscheidungen der VWGO spricht dafür, dass sich vorher auf den Zeitraum zwischen Erhebung der Anfechtungsklage und der Last des Urteils bezieht. Die Erledigung des Verwaltungsaktes vor Klageerhebung ist also nicht vom Wortlaut des 113.1.4 VWGO erfasst. Möglich ist hier allerdings eine analoge Anwendung. Für eine analoge Anwendung sind eine planwidrige Regelungslücke und eine vergleichbare Interessenlage notwendig. Es besteht keine Regelungslücke, wenn bereits eine andere Klageart einschlägig ist. Teilweise wird vertreten, dass die allgemeine Feststellungsklage statthaft ist, wenn sich der Verwaltungsakt vor Klageerhebung erledigt hat. Dagegen ist einzuwenden, dass die Feststellungsklage nach 43 VWGO nach der Systematik der VWGO nicht auf die Feststellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsakten gerichtet ist. Das Rechtsschutzsystem der VWGO sieht für die Überprüfung rechtswidriger Verwaltungsakte die Anfechtungsklage vor.
Für Fälle der Erledigung des Verwaltungsaktes wurde die Fortsetzungsfeststellungsklage geschaffen. Dabei wurde eine Erledigung des Verwaltungsaktes vor Klageerhebung vom Gesetzgeber nicht bedacht. Hier besteht also durchaus eine planwidrige Regelungslücke. Die Interessenlage bei Erledigung des Verwaltungsaktes vor Klageerhebung ist mit der Nachklageerhebung vergleichbar. Für den Kläger ist der Zeitpunkt der Erledigung unerheblich, da dieser oft rein zufällig ist. Kommen wir nun zur Verpflichtungssituation. Lulu, die Tochter von Dodo, ist gänzlich anders veranlagt als ihr Vater. Als besonders ruhige Hündin erfüllt sie die Voraussetzungen der Gehorsamkeitsprüfung nach § 4 Hamburger Hundegesetz. Deswegen wollt ihr sie als Studierendenvertretung zum Spielen nach § 9 Hamburger Hundegesetz von der Leinenpflicht befreien lassen. Die zuständige Behörde lehnt das wegen ihrer familiären Vorbelastung ab. Das Widerspruchsverfahren bleibt auch hier erfolglos, ihr Verpflichtungsklage vor dem Verwaltungsgericht. Unerklärlich und plötzlich verstirbt Lulu. Hier erledigt sich kein Verwaltungsakt, sondern das Begehren der Studierendenvertretung auf Erlass eines Verwaltungsaktes. Erledigt sich das Begehren während des Gerichtsverfahrens, fehlt das Rechtsschutzbedürfnis für die Verpflichtungsklage. Nach der herrschenden Meinung wird dann die Fortsetzungsfeststellungsklage § 113 1.4 VWGO analog auf die Verpflichtungsklage angewandt. Denn auch hier besteht eine planwidrige Regelungslücke. Zwar ist die Fortsetzungsfeststellungsklage nicht dazu gedacht, festzustellen, ob die Behörde einen begehrten Verwaltungsakt erlassen muss. Wegen der Rechtsschutzgarantie in Artikel 19.4 Grundgesetz muss es für den Kläger aber trotzdem noch möglich sein, sein Begehren weiterhin zu verfolgen. Zumindest soweit ein Feststellungsinteresse besteht. Wenn die Erledigung des Verpflichtungsbegehrens vor Klageerhebung eintritt, braucht es also eine doppelte Analogie. Die Argumente, die schon für die Anfechtungssituation zuvor vorgebracht wurden, gelten hier genauso. Zusammenfassend lässt sich festhalten, § 113 1.4 VWGO gilt direkt, wenn sich ein Verwaltungsakt erledigt hat, nachdem der Kläger die Anfechtungsklage erhoben hat. Außerdem sprechen gute Argumente dafür, die Fortsetzungsfeststellungsklage auf Fälle analog anzuwenden, in denen sich der Verwaltungsakt erledigt, bevor die Klage erhoben wurde. Auch für erledigte Verpflichtungsbegehren wird 113 1.4 analog angewendet. Hat sich der Verwaltungsakt vor Klageerhebung erledigt, wird § 113 1.4 doppelt analog angewandt. So, das war's jetzt auch schon mit dem ersten Video zur Fortsetzungsfeststellungsklage. In der Beschreibung unten findet ihr einen Link, mit dem ihr euer Wissen testen könnt. Weiter geht es dann im nächsten Video mit den besonderen Sachentscheidungsvoraussetzungen.